Charlie hat jetzt Maus und Tastatur und spielt weiter. Wir haben gerade ein kleines Fitzelchen WLAN, also schreib was. Noch kann ich lesen, bevor das WLAN uns wieder verlässt. Wir sind in einem komischen Irrenanstalt, sowas. Unsere Tochter wird vermisst. Die scheint von einem Hutmann besessen, also so ein bisschen fanatisiert zu sein. Und wir wissen es noch nicht. Also sie sagt, er kann in ihren Kopf eindringen und wenn sie verschwunden ist, sollten wir diesen suchen. Genau. Ja, und ich würde sagen, dann machen wir einfach mal weiter. So. Okay, wir da oben sehen, uns fehlen noch drei weitere Seiten. Aber letztes Mal hatten wir das auch voll und da ist auch nichts passiert. Also, ist die Frage, ob dann, wenn wir das voll haben, ob das irgendwas auslöst oder so. Das neue Level wahrscheinlich, also so. Ja gut, Level. Es geht weiter, weißt du. Es gibt halt einfach nur Räume hier, würde ich sagen. Geht halt irgendwas auf, wo wir... wo es vorher nicht aufging. Haha, ich hab nicht hingeguckt. Du hast dich auch gar nicht erschrocken. Sieht aus wie so ein einfach weggucken. Wenn irgendwas passiert, muss man einfach weggucken. Ja, so. Aus einfach die Augen zu machen. Wenn wir die nicht sehen, dann sehen die uns auch nicht. Ah, hier sehen wir Zeitungen mit Girl Missing. Das ist wahrscheinlich unsere Tochter. Ja, dasselbe Foto wie auf dem Nachttischschrank. Diese Funken da oben immer. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich in die richtige Richtung laufe. Oh, da blinkt was. Ich möchte das haben. Es ist Munition! Oh, Streichhölzer. Munition. Denkst du gleich an eine Schrotflinte, oder was? Ja. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Da denkt man, man kriegt Muni. Anzünden? Das Haus? Ja. In dem Fall. Wäre eigentlich gar nicht so blöd, weil wenn wir irgendwo jemanden schreien hören, dann wissen wir, aha, da ist unsere Tochter. Ich gehe da nicht rein. Vielleicht kommt wieder dieser kleine Puppelgeist, ey. Der eigentlich überhaupt nicht gruselig ist und wir trotzdem jedes Mal so erschrecken, dass wir die Taste... Das musst du anzünden. Soll ich das anzünden? Weil da sind schon Funken an der Decke, die machen das. Aber es wird dunkler und unser Herz fängt an zu pochen. Und ich glaube, wir sterben gleich. Ah! Oh Gott! Oh! Ich darf das nicht in der Hand halten. Fuck. Ich hätte das fast weg. Ich habe jetzt den Pummelgeist erwartet. Was ist passiert? Gut, ich bin gestorben. Das heißt, du bist dran? Nein. Ich habe einen Krampf in der Wade. Also ihre Tochter Virginia verschwunden ist. Okay, also von vorne. Oh nein. Also, was machen wir falsch? Entweder sind sie langsam... Oh, schnell, bevor das Vieh kommt. Ja. Okay. Aufheben. Was? Das Journal. Okay. Und die Seiten. Ja, ich bin auch bei deinem Puppelgeist. Puppelgeist. Der Robby war nicht so weit. Das ist unglaublich. Ich kann nicht, wenn du mich stirbst. Ich bin andersrum. Okay, jetzt bitte hör auf. Grün ist bestimmt Puppelgeist. Und gelb ist denn das andere Vieh. Mach auf. Wo sind die Seiten? Gib mir die Seiten. Oh, ich liebe diese Halle, ne? Die ist mir so sympathisch. Ist ja krass, dass wir von hier wieder anfangen müssen. Ja, wir sind, wenn die Seele geraubt wird, sind wir tot. Also ich glaube, das ist so und so viel Zeit, um eben den Kram einzusammeln, aber wir wissen jetzt schon, wo es lang geht. Achso, ich muss jetzt ins Inventar, ne? Ja, wie wähle ich das jetzt aus? Helf mir mal, Bell. Das war die Axt im Baum. Ich muss doch jetzt die Axt nehmen, oder? Aus meinem Inventar. Da ist das Inventar. 7. Da, okay. Sorry. Zack. Und wir können die Axt nicht wieder mitnehmen. Sie haut einmal rein und dann boom, knallt gleich die ganze Tür. Jetzt vielleicht nochmal die Taschenlampe? Wäre nicht schlecht, ne? Ich weiß gar nicht, was... Das sind zwei. Was eins überhaupt ist. Eins sieht aus wie Hand. Aber ich glaube, wir können... Oh, ich will da nicht rein. Okay. Ja, wir können sowohl die Taschenlampe mitnehmen. Ich habe hier echt ein bisschen. Ich kann auch nicht mehr. Wissen wir ja schon, wir müssen nur die Seiten finden, ne? Ja, wir müssen. Ja, das ist ja die generelle Aufgabe. Nur hier haben wir nirgendwo was gefunden, ne? Hier waren wir schon drin. Mhm. Gut, da hast du auch alle gecheckt, ne? Ja, die. Okay, dann gehen wir in den nächsten Gang. Wir haben noch zwei Seiten zu finden. Ich weiß auch nicht mehr, wo die waren. Oh, ich auch überhaupt nicht, ne? Das ist total das Labyrinth. Aber ich glaube, das waren in solchen Räumen immer, ne?
oft in der einen Ecke da. Ja, im Klo war eigentlich nie was, nee, ne? Hier mal? Nee. Okay. Wir müssen uns beeilen, sonst kommt nämlich nicht mehr der Popelgeist, den wir gehofft haben, sondern inzwischen kommt schon ein böses Skelett. Ich bin gespannt, was uns als nächstes tötet. Ja, ja, ja. Ich beeil mich. Also ich habe ja... Im Badezimmer ist echt nie was. Ich gehe da jetzt nicht mehr rein. Ich habe ja die Vermutung, dass sobald man halt sowas Wichtiges aufhebt, man eine geringe Zeit hat, es zu benutzen. Mhm. Irgendwo mit, weil ein, zwei Räume später passiert schon was Böses. Also wir hätten, glaube ich, wirklich entweder die Badewanne anzünden müssen oder halt irgendwas anderes noch im selben Raum. Was ist das denn? Ich weiß nicht, aber es war eklig. Oh, ich möchte nicht. Oh, das Licht! Den Gang kenne ich gar nicht. Den haben wir noch nicht gesehen. Und hier ist auch so ein Bookshelf, Bücherregal. Ob das random ist oder ich mich einfach total... Ich habe das Gefühl, wir laufen einfach übel im Kreis. Boah, was war das denn? Grafikbug war das. Okay. Ich möchte auch nicht. Ich habe Angst, dass irgendwann hinter einem die Tür zugeht, ne? Ja, das ist mal deine Erzählung. Guck mal, deswegen, Leiter kann ich mich. Die Leiter haben wir gesehen, aber den Gang von eben kannte ich noch nicht. Also, wir machen. Ich mag hier nicht rein. Oh. Und diese Badezimmer bringen halt überhaupt nichts. Aber ich glaube, in einem Raum passieren halt niemals zwei Dinge gleichzeitig. Das heißt, wenn da dieser Rollstuhl ist, dann kann man beruhigt sein. Ja, aber irgendwas muss das ja auslösen, dass wir diese Seele geklaut bekommen oder wie auch immer das heißt. Ja, sobald man irgendwas aufhebt. Hä? What the fuck is that? Ich hab's auf den Fall nicht verstanden. What is that? Oh, ich will nicht heulen. Der war geil. Der war richtig krass. Oh. Ja, wenn man selber spielt, ist auch viel schlimmer, ne? Ja. Guck mal. Seid. Ja. Stell auf ihn. Ja, ja. Die Sounds kommen schon. Ja, ja. Ich hab. Okay. Eine Seite. Nächste. Achso, vielleicht muss ich die immer lesen. Ja, weiß ich auch nicht. I'm lying awake in bed, my neck sore from sleeping on one pillow. I asked for another, but I need a doctor's order to have more than one. My sleep medicine has worn off, and I'm once again a prisoner to my insomnia. I decided I might as well start writing things down like they asked. I'll get bonus points towards extra dessert and something to do for now. Und mich nicht zu erschrecken. Yeah. I can hear the person in the next room snoring, people whispering, and the phone ringing at the nurse's station outside. I'm remembering the dream I had last night, where a tall man in a hat came to my bedside and told me he would take me away soon. I'm making a mental note to mention it to the doctor later. Du bist total... Erschreckst dich auch im Spiel vor... Ja, und dann denkst du gerade, okay, jetzt ist man gerade in der Phase... Also gerade in der Phase, wo du entspannst, ist das eigentlich... und man rechnet ja auch damit. Oh mein Gott! Lauf! Oh Gott, es ist hinter mir. Nee, ist mir egal. Ich gehe einfach weiter geradeaus. Ist mir egal. Ich laufe weiter. Da war ein Radio. Ich habe es gesehen. Ich mache das Radio nicht an. Hier ist Blut an der Wand. Ich laufe weiter. Ich drehe mich nicht um. Oh Gott. Es ist auch jedes Mal ein anderes Monster. Wäre so lustig, wenn ich dem jetzt in den Rücken laufe, ne? Ja. Ich möchte nicht mehr. Es ist immer noch hinter dir, ey. Oh, jetzt hat es dich bestimmt verloren. Okay, ich drehe mich jetzt oder um. Du musst dich selber in so eine Gummizelle einsperren. Okay, dreh dich um. Okay, eins, zwei, drei. Okay, ich hab's abgeschüttelt. Eine Seite fehlt noch. Was? Vor allen Dingen, kann es sein, dass die Räume random zusammengewürfelt werden? Es sind doch immer die gleichen Räume. Ich bleib jetzt hier stehen. Da ist eine Seite. So, Journal. Oh. Community group is over. I'm not sure who thought having insane people entertain each other was a good idea. Surprisingly, everybody was there today. Nobody killed themselves. That makes it a good day. Somebody cried today, but somebody always cries. Today's goal is to keep myself distracted and try not to think of new ways of killing myself. I told them I'm past it. Been there, done that. But they didn't think it was funny. Fake day. Okay. Weißt du, wer da gerade sitzt und diese Sounds abfeuert? Der Johannes ist das, glaube ich, ne? Das gibt böse Rache morgen.
Heieiei. Okay, wir haben die Seite. Und ich habe aufs Bett geguckt. Wir haben alle fünf. Ja, aufs Bett. Wir haben alle fünf Seiten. Das bedeutet. Streichhölzer. Wir müssten jetzt irgendwie weiterkommen, zumindest. Theoretisch. Irgendwo Streichhölzer finden. Die hatten wir nicht. Was ist der Hutmann eigentlich? Ich habe das vorhin nicht erkannt. Was hatte ich da verfolgt? Es war mir egal, glaub mir. Ich habe es gesehen. Das hat geleuchtet. Komm, geh mal zurück. Kannst du darauf drücken? Möchte ich darauf drücken? Weiß ich nicht. Nee. Nee. Okay, es hat, also die Augen haben geleuchtet, deswegen schätze ich mal, es war der Hutmann. Aber, vielleicht müssten wir ja eigentlich dem... Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich laufen soll oder... Ich lauf weg! Oh, Alter, da steht er auch noch rum und chillt und macht nichts. Und einfach nur, dass er da steht. Vielleicht müssen wir auf ihn zulaufen, aber ich mach das ganz sicherlich nicht. So, Ben. Das ist jetzt im Spiel? So. Nein. Vergiss es. Gut. Ich sterb doch. Ben, du hast ja ein super Format ausgesucht. Okay. Kann ich speichern? Nee, ne? Nee, es macht super viel Spaß, aber... Vor allem hast du den Pausescreen gesehen. Die Augen... Ja, das war der. Genau das ist das, was uns verfolgt hat. Vielleicht müssen wir wirklich auf den zugehen, anstatt vor ihm wegzulaufen. Ja. Aber das wäre ja auch bescheuert, weil dann futtert ihr unsere Seele oder so. Das mache ich bei Spielen oft. Wenn ich vor was Angst habe, dann renne ich dem einmal face-to-face einfach... Ernsthaft? Ja, das ist natürlich die schlaue Variante. Oder zum Beispiel auch Dark Souls. Dark Souls konnte ich nicht spielen. Mhm. Immer erst, wenn ich mich... Ich bin auf das Monster, auf den Gegner zu. Seelen. Alter. Und dann habe ich mich erstmal 3, 4, 5 Mal einfach nur töten lassen. Hm. Ja, das funktioniert bei Dark Souls natürlich nicht. Auf das Monster zu rennen. Ja, das ist gut, dass du deinen Fluchtreflex so ausschalten kannst, weil ich kann das überhaupt nicht. Wie man gesehen hat, ich bin einfach weitergelaufen. Vielleicht muss man da auch wirklich interagieren. Ich wollte nur weg. Angst habe ich so. Nee, ja, die Idee. Warum schon? Hä? Hä, kam das im Spiel? Da, Musical, gerade als hier so ein... Nee, das war nicht im Spiel, das war Johannes. Aber das ist bestimmt einfach nur sehr dumm auf dich, denn wahrscheinlich, aber was soll denn mehr passieren, als wieder sterben? Ja, stimmt. Das ist... Oh, die beruhigende Musik. Guck mal, wir haben jetzt hier 5 dieser Seiten. War im Journal noch irgendwas? Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Irgendwas im Journal, was uns darauf hin... I remember something else about Kannst du mal weiterblättern? Process group with a social worker seemed like... Haben wir auch gemacht. For recreational therapy, I read Tanya's book. Ich habe immer Angst, aus Menüs wieder rauszugehen. Ja, man will gar nicht. Das ist so hell und freundlich. Ach, siehst du, jetzt ist es wieder auf Null. I'm not dead. At least I don't think I am. My butt still hurts from the chip. Ja, hatten wir. Okay. Oh, ich will aber nicht das Skelett. Das Zombie. Nee, neue Theorie. Guck mal, jetzt sind wir wieder nur auf einer Seite. Ja, wir sind Chapter. Was ich mir vorstellen könnte, man muss die 5 Seiten finden und dann innerhalb dieser Zeit irgendwas machen. Streichhölzer. Weil, wir hatten ja diese dämlichen Streichhölzer. Ja, aber was anderes. Oder man ist jetzt im nächsten Kapitel. Leute, wenn ihr es wisst, wir haben leider kein Internet. Aber danke, trotzdem. Und immer wieder schickt uns Vorschläge für Spieler. Ja, gerne. Das hier habt ihr uns empfohlen. Das klappt wirklich super. Das ist für dieses Format hier super geeignet. Vielen, vielen Dank. Oh, ich merke, ich werde schon ein bisschen heiser. Ja. Guck mal, hier ist ein ganzes Klo-Gedöns. Das kennen wir doch auch irgendwo. Der fällt gleich Den los. Den kennen wir. Ja. Okay, also ich muss sagen, diese Platten erschrecken mich nicht mehr und der Rollstuhl inzwischen auch nicht mehr. Das fiel mit den Augen nach wie vor. Ey, siehst du das? Ich habe das Gefühl, die Räume werden zufallsgeneriert, weil jetzt ist noch alles dunkel. Lad, boom, neuer Raum. Irgendwie sowas. Hier sind die Leichen. Mann, ich will aber nicht mehr. Okay, also wir suchen Seiten. Komm, wir sind jetzt mal ganz...
Ach, ganz normal. Ach, ja, ist halt ein bisschen heruntergekommen, wurde schon lange nicht mehr geputzt. Das ist beruhigvoll, wenn du redest. Und ernsthaft? Ja. Und wir sind jetzt auf der Suche nach Seiten. So, diese Seiten brauchen wir. Weil wir, das ist Kochbuchseiten. Und wir machen daraus eine leckere Suppe, wollen wir kochen. So. Ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll, um mich abzulenken. Ach, da waren wir noch nicht. Kommt mir auch nicht so bekannt vor. Du bist auch noch ein scheiß Klo. Aber hier müsste doch dann irgendwie... Küche. Okay. Die Musik ist auch weg, ne? Mm. Da ist sie. Wie, da ist sie? Was ist da? Und die Musik. Nee. Mann, ich kann gleich echt nicht mehr. Es ist auch so, also dieses Warten auf etwas ist eigentlich das Schlimmste. Irgendwann sagt deine Psyche auch einfach nochmal nö. Ja. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt ist auch mal gut. Jetzt verabschiede ich mich für heute Abend. Das ist ein Ventilator. Guck mal, die fallen runter. Okay, unsere Taschenlampe geht bald aus. Und wir werden gefressen. Hör auf! Oh, guck mal, das ist eine Seite. Hi, da neben dir. Ja. Lesen. Ah, den hatten wir schon. A picture here from the book. Okay, es sind also anscheinend auch immer die gleichen 5 Seiten. Das heißt, sobald wir diese 5 Seiten haben, müssen wir was machen. So ein bisschen wie so ein Slender, ne? Ist es nicht auch, desto mehr Seiten man hat, desto eher passiert was, so, weißt du, wenn man... Mm. Boah, das ist fies, ne? Gott, Jesus! Ich will nicht mehr. Bitte, ich brauche eine Pause. Das ist echt so fies. Ich habe gehört, nächste Woche ist Johannes im Auftrag. Den setzen wir ganz alleine hin. Ja, ohne Witz und mit der Oculus. Und mit Alvin hier hinten hinterm Sofa. Ja, und die Oculus an und dann... Mhm. Okay, aber wir haben jetzt mal zumindest gesehen, diesen Menschen. Aber ich glaube, man hat halt, wenn man eine Seite irgendwie im Blickfeld gesehen hat, hat man nur ein paar Sekunden Zeit. Hallo? Oh, ich muss erstmal die Lampe holen. Du meinst ein paar Sekunden? Also ja, ich habe das Gefühl, dass... Weißt du, da ist doch dieses Flüstern. Mhm. Wenn das zu lange ist, dann passiert was. Ich bin aber auch echt... Ich mag jetzt auch nicht mehr. Ja, können wir in die Werbung gehen? Jetzt ist die Tür zu. Mach die Tür auf. Axt. Mhm. 7, warte. Können wir jetzt einfach woanders hingehen und die Axt verwenden? Ja, doch, weißt du was? Wir gehen da jetzt einfach nicht. Wir gehen da nicht lang. Wieso nicht gleich so? Ja. Wir haben die Axt, wir rüsten die Axt aus. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir schon viel besser. Genau, in der Heilenwelt haben wir hier gar nicht reingeguckt, oder? Nee. Dass sie kaputt war. Ja, die ist hier schon kaputt. Also kaputt ist sie schon überall. Ja, aber... Da liegt Teddy übrigens. Oh, nee. Oh, das ist ihr Teddy. Sollen wir den nehmen? Können wir den zerhaken? Nee. Vielleicht sind wichtige Hinweise darin. Ja, hier sind die Credits. Hier sind die Credits. Das ist der... Doch, hier waren wir. Hier ist der Credit-Raum. Okay, also wir müssen irgendwo dahin. Wenn man sich erschrickt, dann spannt man ja jeden Muskel an. Das ist eigentlich auch fast wie Genus-Training, oder? Das ist krasser als Genus-Training. Ja, ne? Weil ich merke gerade, ich zucke immer so zusammen. Ja, total. Also ich hatte auch eben Krampf in meiner Wade. Also wie so ein kleiner Herzinfarkt, echt. Ja, also man trainiert alle seine Muskeln im Körper. Ja. Obwohl, wir dürfen nicht sagen, nein, Genus-Training ist natürlich härter, weil sonst quält das nächste Mal noch viel mehr. Ach, hier kommen wir hierher. Ja, genau. Bescheuert. Ich möchte nicht. Ich hack jetzt hier die Tür kaputt. Geh komm, klopf, 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 klopf. Okay, geil. Chat beruhigt mich jetzt? Ja. Stimmt, ja, ihr wollt, dass wir weitermachen. Den Hasen, ne? Haben wir vergessen. Stimmt. Wer hat den neulich entführt? Colin hat den entführt. Als ach, der Hase. Oh. Ja, deshalb habe ich den jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Seitdem der entführt wurde. Vielleicht habt ihr den ja mal in letzter Zeit in einem Video gesehen. Oh, ich finde
Dann könnt ihr mir sagen, wo der ist. Gut. Man hat hier sehr viele Möglichkeiten. Können wir wenigstens Bein mitnehmen, um den damit zu hauen oder so? Ja, verteidigen. Nee. Ohne Witz. Weißt du, vor allen Dingen, wer schlägt denn eine Tür ein, sieht eine Axt auf dem Boden und sagt, ach ja, die lasse ich mal da liegen. Die brauche ich ganz bestimmt nicht. Sieht doch so gemütlich hier aus. Ja, ja, klar. Achso, ich sollte vielleicht mal... Die, der Sound war neu, oder? Ja. Die Taschenlampe ausrüsten. Wollte ich gerade sagen. Oh, die flackert auch, glaube ich, schon wieder. Das heißt, ich habe nicht mehr lange Zeit. Ein Kaminzimmer soll das Also ich sein. Finde, sollen wir... Ja, das stimmt. Sollen wir jetzt irgendwie immer, wenn einer stirbt, abgeben? Dann haben wir nur noch kurze Intervalle, in denen wir spielen. Und, dementsprechend eine gewisse Zeit, uns zu beruhigen. Wenn Johannes nicht gerade am Drücker sitzt. Ach, guck mal, jetzt sind wir direkt in der Küche. Hier war doch irgendwo eine, ne? Weiß ich nicht mehr. Hm. Ich glaube, das ist halt echt random. Die Räume... Das sieht echt super random aus. Und ich gehe jetzt nicht mehr in diese Klos, weil... Der rollt gleich los, den kennen wir. Nee, der nicht. Ja, diese Aber Zellen... Aber da schon wieder die ganze Zeit, was das heißt. Demnächst sind wir tot. Es ist einfach... Ja, ich muss sagen, langsam... Finde ich es auch einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist eine schöne Idee so, aber ich finde es langsam ein bisschen nervig, weil man... Hier bleiben wir jetzt einfach stehen. Ja, und gucken uns den Blutfleck an. Wie geht's euch so? Gute Besserung an den Eduard. Yay. Aber wir sind anscheinend auf dem richtigen Weg, weil sowas war vorher noch nicht. Wenn die Geräusche lauter werden, seid ihr in der Nähe von einer Seite. Wenn die Lampen flackern, kommt der Typ. Okay. Die Geräusche werden lauter. Ja, und wissen wir dann, wie es weitergeht, wenn wir diese 5 Seiten haben? Was dann? Ich verstehe irgendwie das Spielprinzip halt nicht. Und ich muss sagen... Ich sehe keine Seite. Die Türen aufmachen. Oh. Was war das? Chewie? Okay, man kann diese Türen aufmachen. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Kann man diese... Ja, man kann sie alle aufmachen. Jo, die Game of Thrones Recaps kommen auch noch in einer Doppelfolge, weil letzte Woche einmal ausgesetzt wurde. Ich habe jetzt einfach darauf gehört, was die Leute gesagt haben im Chat, dass wenn das Geflüster kommt... Und wir müssen von dem Typ anscheinend nur wegrennen und Seiten sammeln fleißig. Aber was dann? Das ist halt die Frage. Aha, hörst du das? Mhm. Ich mag das nicht. Ich mag es. Abwarten. Oh, ich krieg schon wieder Gänsehaut, ne? Oh. Da ist sie. So, 5. Und jetzt renn. Ich renn jetzt einfach weg. Was, jetzt haben wir diese 5 Seiten. Okay, ich gehe nochmal ins Journal. So. I'm lying awake in bed, ja, my neck sore from sleeping on one pillow. Wir haben alle 5 Seiten. Aber I'm lying awake in bed. Aha, wenn das Flüstern anfängt, seid ihr bei einer Seite. Wenn wir zu lange brauchen, verliert ihr. Ja, und wir haben jetzt 5 Seiten. Jetzt? Kann man bitte der Chat kurz schreiben, was jetzt? Wir haben die 5 Seiten. Wir hören Geflüster. Wir brauchen aber nicht noch mehr Seiten oder brauchen wir 25 Seiten oder was? Ja, ehrlich gesagt möchte ich gerade sterben, damit ich das abgeben kann. Hier ist wieder Blut auf dem Boden. Blut auf dem Boden. Ich folge dem Blut auf dem Boden. Ich habe das Gefühl, wir rennen im Kreis. Okay. Der war fies. Was? Ja, was, war das eine Säge? Keine Ahnung, es war irgendwas Fieses. Sagt der Chat irgendwas, was wir jetzt machen sollen? Drück den Hebel.
Komm, wir gehen den Hebel drücken. Alte 4 drücken. Es sind mehr als 5 Seiten, insgesamt sogar vielleicht 15. Boden folgt dem Blut auf dem Boden. Hab ich gemacht. Aber da ist jetzt keins mehr. Hier sind nur noch Zeitungen auf dem Boden. Ich folge jetzt mal den Zeitungen auf dem Boden. Alle 5 Seiten ändern sich die Räume. Ja, und weiter? Also sehr gute Info. Aber... Das macht Isa auch noch mit, der Hebel. Hallo Isa. Ach, hier ist wieder die. Blut! Seite! So. Okay, wir haben 6 Seiten von geschätzten 15. Ich renne weiter. Und... Ob man die Zack. Streichhölzer anzünden kann, um den Geister zu verjagen? Weißt du? Möglich. Wozu hat man sonst diese Streichhölzer gefunden? Die machen nicht echt wahnsinnig, die Streichhölzer. Ja, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ist da eine? Nee. Da liegt aber was Rotes, oder? Auf dem Tisch da hinten. Ja, das ist wieder so eine vergabbelte Leiche. Ach so. Ja, ja. Ich höre Schritte. Oh, das Licht flackert. Ich renne los, denn das Licht flackert. Nein, geh weg. Ich muss hier vorbei. Oh ja, wir hören ihn. Er ist hinter dir. Ja, er ist genau hinter mir. Ich renne einfach weiter. Vor allem, das steht überall, dieses verfickte Radio. Da auch. Und das Licht flackert. Das war so ein bisschen wie ein dumpfes... Ich renne weg. Oh nee, wir werden sterben. Ich mach die Augen einfach zu gleich. Ja, das Licht ist flackert, wir sind gleich tot. Ich sehe es kommen. Du willst doch jetzt absichtlich sterben, damit ich werde. Nein, ich renne doch, wie blöde! Schneller geht's nicht! Okay, flackert es noch? Wo sind denn verfickte Sachen? Blut. Da ist Blut. Oh, nee, es flackert immer noch. Also renne ich weiter. Was flackern denn was damit zu tun? Im Chat wurde gesagt, oh nee. Wie du die Arme richtig so hochgerissen hast. Was ist los? Was wollt ihr von uns? Oh ja, danke.